Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir geben richtig Gas, denn heute ist Samstag. Eigentlich arbeiten wir samstags nicht. Aber ein bisschen Zeitdruck, weil wir Dienstag zum Bodensee fahren. Wegen dem Drift Championship Meisterschaftslauf Run 1 im Rahmen der Tuning mit Bodensee. Und deswegen müssen wir das Auto noch fertig kriegen. Und ich wollte auf jeden Fall ein Video machen für euch. Was haben wir hier? Porsche 992 GT3 Clubsport. Fast neu, 5000 Kilometer. So geil konfiguriert. Ich hätte ihn genauso konfiguriert. Alle schwarz, Keramikbremse, gelbe Bremssättel, so wie er sein muss. Und dieser Kollege hier hat ein ultra geiles Auto, aber so die eine oder andere Kleinigkeit fehlt ihm. Und wir werden dieses Fahrzeug jetzt ruinieren. Ne? Was machen wir? Erstmal gibt es eine Eingangsmessung. Wir gucken. 510 PS, 470 Newtonmeter sollen da serienmäßig anliegen. Mal schauen, ob er die macht. Normalerweise Porsche typisch, selbst die Saugermodelle machen eigentlich immer die angegebene Leistung. Apropos, ganz wichtig, bevor ich weitermache, ich würde mich echt freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Macht die Glocke auf jeden Fall an, dass ihr auch die Videos mitbekommt, wenn wir eins hochladen. Lasst einen Daumen hoch da und auch einen Kommentar für den Algorithmus, dass wir diesen Kanal wieder vernünftig gemeinsam aufbauen können. Denn ohne euch geht das nicht. So, also, wir werden das Fahrzeug messen. Danach gibt es jetzt gleich erstmal kurz einen Serien-Soundcheck für euch, weil dieses Auto wird echt einen geilen Umbau bekommen. Einmal komplett Capristo-Abgasanlage. Krümmer, Endschalldämpfer, Sportcuts, volles Programm. Ja? Das Ding muss danach klingen wie die Hölle. Und um dem Ganzen noch das i-Tüpfelchen aufzusetzen, werden wir selbstverständlich unsere Stage 2 Softwareoptimierung draufbügeln. Sprich, wir werden das Fahrzeug auch im Prüfstand abstimmen mit der verbauten Abgasanlage dann später und gucken, wie viel Leistung wir rausbekommen. Böse Zungen behaupten, dass beim GT3 oder generell bei dem Porsche Saugermodell nicht viel Leistung geht. Das habe ich schon, da habe ich schon das Gegenteil bewiesen. Mehrfach mit GT3s und auch meinem eigenen GT3 RS. Ja, dass da ordentlich Leistung geht. Man muss nur wissen, wie. Und es ist nicht so einfach, muss ich zugeben. Da steckte sehr, sehr viel Entwicklungsarbeit drin. Und man muss wirklich wissen, wie man aus den Autos Leistung rausbekommt. Nur ein bisschen Zündung und Lambda anpassen, da kommt bei den Autos einfach keine Leistung. Da gebe ich den meisten Tunern auch recht. Aber wenn man weiß, wie man es macht, dann kann man da noch ordentlich Leistung rausholen. Und das merkt man auch und das spürt man auch. Ne? Also, wir werden auch natürlich später nochmal die Originalabgasanlage mit der Capristo-Abgasanlage vergleichen. Auch mal rein optisch. Ne? Was fällt weg? Was kommt neu? Wie sieht das Ganze aus? Wir werden es jetzt nicht unbedingt wiegen, aber es wird auch deutlich leichter sein natürlich. Und dann schauen wir weiter. Wenn die Zeit es erlaubt, werde ich auch später nochmal eine Probefahrt machen. Aber wahrscheinlich erst nach dem Umbau, denn wir sind echt ein bisschen unter Zeitdruck. Aber trotzdem wollte ich dieses Video unbedingt für euch raushauen. Ganz wichtig, folgt uns auf Instagram, Simon Motorsport. Folgt auch mir, FranzSimon83, für echt coolen Stuff. So, jetzt würde ich sagen, lassen wir das Fahrzeug warm laufen, gibt einen kurzen Soundcheck, dann messen wir, besprechen das Diagramm und dann geht's mit der Demontage der Abgasanlage weiter. Also, dranbleiben. So, also machen wir jetzt einen Serien-Soundcheck für euch, da könnt ihr mal ungefähr eine Idee kriegen, wie das klingt. Und ich selber finde, das klingt serienmäßig schon sehr, sehr gut, aber schaut jetzt. Okay, also wir haben fertig gemessen und wir haben sogar zweimal hintereinander gemessen. Mache ich eigentlich immer bei den Autos, um zu gucken, wie konstant die Leistung auch da ist und abrufbar ist. Das ist auch so eine Sache, ne? Zum Beispiel bei vielen turboaufgeladenen Motoren ist es halt so, klar, die Ladeluft wird wärmer, ja, kann schlechter verdichtet werden, dementsprechend weniger Leistung. Bei Saugermotoren, wenn die richtig gut sind, ist es so, dass du wirklich zwei, dreimal hintereinander messen kannst und die Autos machen immer exakt die gleiche Leistung. 510 PS, 470 Newtonmeter gibt Porsche an. So, jetzt haben wir hier einen Heckmotor. Ja, Lüftung vorne. Und wir, ich glaube,
Der Hersteller rechnet, glaube ich, 5% Toleranz ein. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich drehe das mal um und dann könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ja? Serienmessung ist erledigt und ihr erfahrt jetzt, wie viel er gemacht hat. So, also wir haben zweimal gemessen, einmal 489 PS, einmal 490 PS, das heißt 20 PS weniger als Angabe. 447 Newtonmeter und 446 Newtonmeter, also das ist eigentlich identisch, ihr seht, wirklich identisch. Ja, das ist, also ein PS, ein Newtonmeter kannst du wirklich vergessen, das ist egal. Über 20 Newtonmeter weniger, 20 PS weniger als Angabe, aber nochmal, ich würde sagen, dass das Fahrzeug auf der Straße, wenn man auf der Straße jetzt mal 100, 200 fahren würde und dann rechnen würde, hat der bestimmt 510 PS. Ja, auch im Prüfstand machen gerade auch Heckmotoren immer ein klein wenig weniger. Aber ich bin mit dem Ergebnis sehr, sehr zufrieden. Mit dem Sound serienmäßig bin ich übrigens auch sehr, sehr zufrieden. Oh, geiles Auto übrigens, ne? Hier, Keramikbremse. Wirklich sehr, sehr schön konfiguriertes Auto, ne? Also genauso hätte ich ihn auch gemacht. TÜV-Sportpaket, 918 Sitze drin. Ein sehr schönes Kfz. So, und jetzt werden wir das Auto abkühlen lassen und dann werden wir die Original-Abgasanlage demontieren und euch dann schon mal die Capristo-Abgasanlage zeigen, was wirklich Work of Art ist. Ja, das ist richtig geil. Und dann werden wir die montieren und dann bin ich gespannt. Dann gibt es auf jeden Fall erstmal Soundcheck. Vielleicht, je nachdem, wir sind ein bisschen im Zeitdruck. Wenn wir es schaffen, messen wir mal ohne Software. Sollte weniger Leistung bringen. Haben wir beim R8 schon bewiesen. Ja, OPF raus, Leistung runter. Und mit der Abstimmung bin ich mal gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wo wir hier landen werden und wie viel Mehrleistung wir erzielen können. Aber das könnt auch nur ihr erfahren, wenn ihr dranbleibt. Also dranbleiben. Bis gleich. So, schaut mal. Jetzt haben wir den GT3 mal auf der Bühne. Und dann kann ich euch mal die Originalabgasanlage zeigen. Den Diffuser haben wir natürlich frisch abgemacht. Muss man zum Messen eh schon machen. Wir gehen es mal durch. Bevor ich euch die Abgasanlage zeige, wollte ich euch mal den Dämpfer zeigen. Schaut mal hier. ZF Race Engineering. Ja, und wie ihr sehen könnt, Gewinde. Ne? Das heißt, das Auto könnte man tatsächlich noch ein gutes Stück tiefer legen sogar. Vorne auch Gewinde. Ja, da ist sogar ein bisschen Restgewinde. Also gehen wir mal eben die Abgasanlage durch. Hallo. Das ist mein Hund. Da ist er, ne? Ja. Dicker. Was ist los? Ja, wir gehen jetzt gleich. Also, hier erstmal die beiden Capristo-Kartons natürlich, ne? Also, wir haben hier den guten 4 Liter Boxermotor. Hier ist natürlich auch noch eine Abdeckung drunter, ne? Die liegt da vorne. Und hier haben wir die Krümmer. Und wenn wir uns die Verrohrung anschauen, ne, könnte man fast meinen, fast, aber auch nur fast, dass sie fast ziemlich genau gleich lang sind. Ich würde aber aus dem Augenmaß jetzt sagen, nein. Ne? So, das heißt, die Krümmer kommen hier entlang, gehen hier in diesen riesig großen Otto-Partikelfilter rein. Kein Mensch will diesen haben. Kein Mensch will Otto-Partikelfilter haben. Wir wollen das nicht. Dann haben wir hier, schaut mal, wie groß dieser Filter hier ist. Ne? Also es ist wirklich riesengroß. Versteht ihr? Ah, wahrscheinlich der Hersteller von der Klammer. Ne? Was haben wir hier? Auch Made in Germany hier. Ne? Schön, genau in die Richtung gehen die Abgase. Otto-Partikelfilter. Dann haben wir hier die Klappensteuerung mit E-Motoren, ne? Also nicht mit Vakuum, sondern mit E-Motoren tatsächlich. Also nicht mit Unterdruck, ne? Und dann geht es dann hier in den Endschalldämpfer rein, ja? So sieht das Ganze von unten aus. Einmal Originalabgasanlage 992 GT3. Gleich werden wir mal die Capristo auspacken und dann legen wir sie mal aus. Dann kann ich euch mal zeigen, wie die aussieht. So Leute, ich habe mir Folgendes überlegt. Und zwar, damit das Video jetzt nicht zu lang wird und wir wieder keine Zuschauer haben, ne, machen wir einfach zwei Videos daraus. Ja? Das heißt also, im nächsten Video fangen wir an, euch zu zeigen, wie die Capristo-Anlage aussieht. Dann werden wir sie montieren. Dann gibt es einen Soundcheck, dann gibt es Leistungsmessung und dann gibt es Leistungssteigerung. Naja, wie gesagt, wenn wir Zeit haben, messen wir auch mal ohne Software. Ansonsten hauen wir direkt Software drauf und stimmen das Ganze am Prüfstand ab und machen Leistung. Also nicht vergessen, übrigens, Video immer sonntags und mittwochs. Immer sonntags und mittwochs. Merkt euch das, macht die Glocke an. Das war's von mir. Freut euch aufs nächste Video, Teil 2. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also, tschüss.